Hey Leute, willkommen zu dieser Roblox Studio Lernfolge. Heute mache ich mal eine kleine Sache anders, denn sonst habe ich immer, wenn es Hausaufgaben aufgab und ich sie aufgelöst habe, die Hausaufgaben am Anfang der nächsten Folge aufgelöst, aber das hier wird eine reine Hausaufgabenfolge, denn die Hausaufgabe vom letzten Mal war ja schon ein bisschen mehr, wo ihr einige Sachen zusammenbringen musstet. Es ging darum, eine passwortgeschützte Tür zu machen, bei der man halt irgendwas drücken muss, dann muss ein GUI erscheinen. Wenn ihr dann das richtige Passwort eingebt, dann soll die Tür sich öffnen. Warte, kennt nicht mein Passwort noch? Ja, ich kenne es noch und dann kann man durchgehen, perfekt. Ich habe es gemacht, wie ihr seht. Wenn ich das falsche Passwort eingebe, funktioniert es natürlich nicht. Wenn ich rausklicke, geht das GUI wieder zu. Ich interessiere mich immer noch sehr dafür, was ihr gemacht habt, aber jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist meine Folge noch gar nicht online. Und wenn du die Hausaufgabe noch nicht gemacht hast, dann versuch es einfach mal, bevor ich jetzt mit der Auflösung komme. Denn durch selber ausprobieren lernst du am besten. Aber schauen wir einmal, was ich für diese Tür hier machen musste. Zuallererst muss man natürlich die Tür bauen. Dafür habe ich hier einfach so zwei Zäune genommen, um den Raum darzustellen. Ich hatte jetzt keine Lust, einen Raum zu basteln. Ich habe auch die Tür nicht selbst gebaut, beziehungsweise ich habe sie schon selbst gebaut, aber ich habe sie nicht neu gebaut, sondern die ist aus einem anderen Tutorial, welches, da müsste ich jetzt einmal nachschauen, vielleicht noch gar nicht online ist. Ja, ich habe jetzt nachgeguckt, das Tutorial zu dieser Tür hier kommt tatsächlich nächste Woche erst online. Aber das Model habe ich jetzt auch einfach schon mal missbraucht. Kanalmitglieder kannten diese Tür natürlich schon, weil man früher auf die Tutorials zugreifen kann. Und ich hatte auch keinen Bock, die ganze Tür nochmal neu zu coden, deswegen habe ich einfach den Code von der Tür genommen und das Passwort GUI raufgeklatscht. Ich werde jetzt nicht so genau auf den Code für die Tür an sich eingehen. Dafür haben wir das Tutorial von der nächsten Woche, wenn ihr euch dafür interessiert. Und zur Hausaufgabe gehört das eh nicht dazu, eine hübsche Tür zu machen, die schön animiert ist, sondern es kam hauptsächlich auf das Passwort GUI an und darauf werden wir uns heute auch konzentrieren. Aber hier in der Passworttür haben wir auf jeden Fall eine Hitbox drin, da ist ein Proximity Prompt drin, damit man halt E drücken kann oder rauf tippen kann oder X drücken kann, um die Tür zu aktivieren, sage ich mal. Da drin sind dann das DoorScript, DoorScript Server, Open Door Event und Whitelist. Und in der Whitelist sind die Einstellungen drin. Wir haben hier einmal das Whitelist-Passwort Dizzy stinkt. Das kann ich ersetzen durch ein beliebiges Passwort und die Whitelist-Check-Methode, die einfach nur prüft, ob das Passwort, das der Spieler mitgegeben hat, dasselbe ist wie das eigene Passwort. Wenn ja, dann läuft die ganze Sache. Dann habe ich in das DoorScript-Server ein GUI hinzugefügt, ein Screen-GUI. Das dupliziere ich mir mal und packe es in Starter-GUI rein, damit ihr es sehen könnt. Das hier ist das GUI, das ich erstellt habe. Das besteht aus einem Screen-GUI mit einem Frame. In dem Frame haben wir UI-Corner für die abgerundeten Ecken, UI-Aspect-Ratio-Constraint für das Seitenverhältnis, die Textbox, um die es ja in der Folge auch ging, wo dann das Passwort eingegeben wird, und ein Textlabel für die Überschrift. Im Textlabel sind auch wieder Sachen drin, die alle über mein Autoscale-Plugin hinzugefügt wurden. Das Wichtige ist einerseits in der Textbox UI Corner und andererseits haben wir hier drin in der Textbox noch ein Punkte-Label, damit das Passwortfeld auch so aussieht wie ein richtiges Passwortfeld. Ich habe die Textbox einfach nochmal kopiert, genauso gemacht, wie sie war und als Textlabel hinzugefügt. Alles war gleich, ich habe alles komplett gleich gelassen und ich habe eingestellt, dass bei der Textbox die Text-Transparency auf 1 ist, dass egal welcher Text in der Textbox drin steht, man sieht diesen Text nicht. Stattdessen haben wir hier das Punkte-Label drin, welches den tatsächlichen Text darstellt, mit dieser Text-Color, dieser Text-Size und so weiter. Und da drin ist ein Local-Script, das Passwortfeld Punkte-Dings-Script, welches einfach nur prüft, ob sich der Text aus der Textbox verändert. Und jedes Mal, wenn da ein anderer Text in der Textbox drin steht, wird der Text von dem Textlabel umgewandelt, und zwar in diesen Punkt hier. Und dieser Punkt wird so oft repliziert, wie lang der Text in der Textbox auch drin ist. Das bedeutet, für jedes Zeichen in der Textbox wird so ein Punkt erschaffen. Wenn ihr so einen Punkt mit der Tastatur machen wollt, müsst ihr die Alt-Taste gedrückt halten, also die linke Alt-Taste, und dann drückt ihr auf der Tastatur 0149. Blub. Und dann macht ihr diesen Punkt. 0149 müsst ihr übrigens mit dem Numpad schreiben. Wenn ihr kein Numpad habt, dann habt ihr Pech und müsst euch diesen Punkt irgendwo aus dem Internet rauskopieren. Oder ihr, keine Ahnung, drückt Windows-Punkt und macht dann so ein Emoji. Kann man ja auch machen. Damit zeige ich euch schon mal zwei neue Funktionen. Einerseits gibt es die String Library, die einige Funktionen mit Strings anbietet. Mit String.len kann man die Länge eines Strings erfahren. Also man packt einen String rein und kriegt dann einfach eine Zahl raus. Und mit String.wrap wird ein String erschaffen, welcher einfach nur dieser String ist, den ihr hier reingebt, und zwar so oft wiederholt wie die Zahl, die man als zweites Argument angibt. Das ist die ganze Magie, um den Text von der Textbox in Punkte in Textlabel umzuwandeln. Dann haben wir noch das Closed GUI Script, das ist auch ein Local Script hier im Frame drin. Das ist nur dafür da, um das GUI wieder zu schließen, wenn man rausklickt. Wir brauchen den User Input Service, den Frame, das Screen GUI und wir speichern uns eine Variable namens Maus im Frame, die steht standardmäßig auf False. Wenn die Maus über den Frame rüber wandert, dann wird das Frame.MausEnterEvent aktiviert und wir stellen Maus im Frame auf True.
wenn die Maus wieder vom Frame abwandert und nicht mehr drüber ist, wird Maus im Frame wieder auf False gepackt. Wofür brauchen wir das? Hierfür. User Input Service Input Ended. Wir haben Input Ended genommen, weil manchmal klickt man ja, entscheidet sich dann dagegen zu klicken und hält einfach so lange gedrückt und wandert mit der Maus dann vielleicht doch nochmal rauf. Deswegen Input Ended und nicht Input Began. Wir kriegen das Input Object, also was der Spieler gedrückt hat, und Game Processed ist, wenn es Game Processed ist, returnen wir. Das bedeutet, wenn der Spieler zum Beispiel im Chat irgendwas geschrieben hat, wollen wir natürlich diese Inputs ignorieren. Und dann checken wir, ob es ein Mausklick war oder ein Touch. Das heißt, Input Service User Input Type ist gleich enum. User Input Type. Mouse Button 1, also wenn er mit der linken Maustaste geklickt hat, oder OR. Input Object User Input Type enum.User Input Type.Touch, also wenn der Spieler auf einem mobilen Device, auf einem Touch-Device einfach irgendwo hingetippt hat. Dann checken wir if not mouse in frame. Wenn die Maus nicht mehr im Frame ist, dann sagen wir Screen GUI Doppelpunkt Destroy. Das GUI wird einfach komplett zerstört und das war's dann. Dann gibt es natürlich noch Spieler, die mit einem Controller spielen. Dafür checken wir dann falls String.sub InputObject.UserInputType.name 1,7 gleich Gamepad ist. Dann checken wir noch, ob der Keycode B ist. Also wenn er den Button B gedrückt hat, dann sagen wir ScreenGUI Doppelpunkt Destroy. Theoretisch hätte man auch einfach nur gucken können, ob es Button B ist und das hätte gereicht. Aber ich wollte euch einfach mal das da oben zeigen, damit ich euch auch String.sub näher bringen kann. String.sub ist die nächste String-Funktion, die ich hier verwendet habe. Die spaltet einen String auf und zwar, oder die extrahiert aus einem String einen Teil raus und zwar von Zeichen I bis Zeichen Y, die ihr hier angebt. Weil Input Object User Input Type Name kann bei einem Controller Gamepad 1 sein, es kann aber auch Gamepad 2, Gamepad 3, Gamepad 4 oder so weiter sein. Und wir wollen ja jetzt nicht sagen, if Gamepad 1 or Gamepad 2 or Gamepad 3, wir sagen einfach nur if Gamepad und wir lassen das letzte Zeichen weg. Ich zeige euch das hier einmal unten als Beispiel. Print String.sub und dann haben wir einmal den String Gamepad 1 und wir subdividen von 1 bis zur siebten Stelle und dann printet er nur Gamepad statt Gamepad 1. Wenn wir jetzt nur bis zur dritten Stelle gehen würden, würde er nur GAM schreiben. GAM. Seht ihr? Wenn wir sagen von der dritten bis zur vierten Stelle oder von der dritten bis zur dritten Stelle, dann würde er nur M schreiben, weil es das dritte Zeichen ist. So funktioniert String.sub. Das ist der Code, um halt zu checken, ob jemand aus dem GUI rausdrückt oder am Gamepad B drückt, um das GUI dann wieder zu zerstören. Warum zerstören wir das GUI komplett? Denn wir haben in dieser Tür ein Script drin, welches auf den Run-Context Client gestellt wurde. Das heißt, das ist kein Local Script, das ist ein normales Script mit Run-Context Client. Das heißt, das wird für jeden Spieler, der dieses Script sehen kann, als Local Script ausgeführt und muss kein Descendant von dem Spieler sein. Das Script hier erkläre ich im Tutorial nächste Woche. Ich zeige jetzt nur die Sachen, die ich ergänzt habe. Einerseits holen wir uns das Passwort GUI, dann haben wir noch eine Variable namens aktives GUI, dann haben wir hier in der Open Door Funktion ein bisschen was angepasst. Erstens, jeder hat Zutritt, wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, weil ich wollte es nicht so machen, dass jeder, der das Passwort richtig eingibt, lokal bei sich die Tür geöffnet bekommt. Dafür hätte ich die Tür komplett neu coden müssen. Das heißt, hitbox.canCollide ist gleich false. Wenn wir ein aktives GUI haben, dann zerstören wir das aktive GUI, weil wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, brauchen wir kein Passworteingabefeld mehr und aktives GUI wird wieder auf Null gesetzt. Und jetzt kümmern wir uns endlich mal ums aktive GUI, denn die RequestOpenDoor-Funktion nimmt jetzt ein Passwort an und feiert das Remote-Event mit dem Passwort. Dazu kommen wir natürlich auch erst über die ShowPasswordGUI-Funktion, die ich komplett neu geschrieben habe. ShowPasswordGUI. Also wenn ein aktives GUI existiert und das aktive GUI ein Parent hat, dann returnen wir, dann brauchen wir nämlich kein PasswordGUI mehr anzeigen. Dann haben wir aktives GUI ist gleich PasswordGUI Doppelpunkt Clone, das heißt wir machen eine Kopie von dem PasswordGUI. Sagen ein aktives GUI Doppelpunkt Wait for Child Frame Doppelpunkt Wait for Child Textbox Punkt Focus Lost Doppelpunkt Connect Function Enter Pressed und Input Object. Das heißt, wenn in der Textbox was geschrieben wurde und der Fokus verloren wurde, das heißt, jemand hat Enter gedrückt oder hat rausgedrückt, dann wird diese Funktion ausgeführt. Für den Controller Support sagen wir wieder, yo, wenn das Input Object ein Gamepad ist, dann sagen wir if InputObject.keycode ist nicht enum.keycode.buttonA, then return end. Weil buttonA ist am Controller in Roblox sowas wie Enter. Und ansonsten sagen wir if not Enter pressed, then return end. Also wenn jemand einfach rausgeklickt hat, ohne Enter zu drücken, dann ist es uns auch egal. Aber wenn jemand am Controller A gedrückt hat oder an der Tastatur Enter gedrückt hat oder an einem mobilen Endgerät auch Enter gedrückt hat, weil da zählt das auch, wenn man Eingabe, heißt es da, dann glaube ich einfach nur drückt. Die Tastaturen am Handy sind alle unterschiedlich, aber Enter pressed ist da auch ein Ding. Dann requesten wir eine Open Door und zwar mit dem Passwort, welches jetzt in der Textbox drin steht. Das aktive GUI, das wir geklont haben, das packen wir natürlich jetzt in Bieler.PlayerGUI rein.
sagen aktives GUI.frame.textbox Doppelpunkt Capture Focus, damit der Spieler direkt lostippen kann, warten einen Frame und setzen dann den Text auf Nil, weil sonst ist es immer so, wenn man E drückt, um die Tür zu öffnen und dann den Focus captured, dass dann direkt in der Textbox der Buchstabe E drin erscheint. Den wollen wir nicht, deswegen clearen wir den wieder und wir müssen einen Frame warten, weil Roblox einfach so ist. Dadurch wird das Passwort GUI dem Spieler gezeigt und er kann lostippen und er kann Enter drücken. Und wenn er Enter drückt, dann wird das Passwort, das er eingegeben hat, an die Request Open Door Funktion geschickt und die Request Open Door Funktion aktiviert ein Remote Event, welches dann ein Passwort zum Server schickt. Hier unten haben wir dann Proximity Prompt triggered connected an Show Password. Also wenn man das Proximity Prompt aktiviert, wird das Passwort GUI gezeigt und Open Door Event und Client Event Doppelpunkt connect Open Door war auch schon vorher so. Jetzt gehen wir nochmal rüber zum Server Script, denn hier haben wir nur noch das Passwort als weitere Variable ergänzt und das Passwort an die Whitelist Check Funktion mitgeliefert. Wenn das Open Door Event gefeiert wird, dann wird vom Server aus geprüft, ob denn das Passwort korrekt ist. Und wenn das Passwort korrekt ist, dann wird an alle Clients gefeiert, jo, öffne jetzt die Tür. Und das ist alles. Wenn es euch ein bisschen zu kompliziert war, dann liegt es halt daran, dass ich sehr viel Code übersprungen habe, der hier halt noch so drin ist von dem anderen Tutorial. Das Tutorial kommt, wie gesagt, nächsten Freitag online. Da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen im Detail. Ich habe jetzt nur die Sachen erklärt, die anders gemacht wurden. Ist ein bisschen blöd geregelt mit der Upload-Schedule, weil ich jetzt nicht daran gedacht habe, dass das Tutorial noch nicht online ist. Damit müssen wir halt leben. Aber ihr könnt natürlich immer noch bei mir kommentieren, welches Thema ihr euch als nächstes wünscht bei Roblox Studio Lernen. Genau deswegen habe ich jetzt diese extra Folge nur für die Hausaufgabe gemacht, damit wir Zeit haben, einfach ein paar Kommentare zu sammeln. Ich gehe jetzt natürlich nochmal zur Passworttür, drücke E und dann gebe ich hier das Passwort ein. Dizzy, Leertaste, stinkt, Ausrufezeichen und das war falsch. Ich habe Enter gedrückt, es passiert nichts. Okay, dann klicke ich nochmal rein. Dizzy, stinkt. Jetzt funktioniert es. Okay, ich habe mich einfach verschrieben, denn das Ausrufezeichen gehörte nicht zum Passwort dazu. Aber ihr seht, es funktioniert halt nur, wenn man das richtige Passwort eingibt. Was war denn euer Passwort? Schreibt es mir in die Kommentare. Es sei denn, es ist euer echtes Passwort, dann schreibt es besser nicht in die Kommentare, sonst werdet ihr noch gehackt. Das war's auf jeden Fall. Schaut euch gerne das Video an, das hier jetzt eingeblendet ist. Bis dann und ciao!